mit zwei Lokalmatadoren aus der Stadthalle. Olli, 10 Uhr morgens, du bist schon das zweite Mal beim Frühstücken. Herrlich. Wie kommt das zustande? Mein zweiter Cappuccino innerhalb von 2 Stunden. Naja, wir haben leider nur einen Trainingsplatz da und die Quali hat gestern um 9 Uhr angefangen. Das heißt, wir haben viele Spieler, die sich aufwärmen wollen, die müssen dann also auf die Außenhalle ausweichen und dann haben wir halt viele Spieler, die noch trainieren wollen, die noch Matches haben und dann wird es halt sehr eng. Und jetzt haben wir heute halt, wann haben wir, 8 Uhr, sind wir um 8 Uhr umgefahren zur Anlage und haben wir trainiert eine halbe Stunde, weil leider der Platz nicht für eine Stunde verfügbar war. Und jetzt haben wir eine kurze Pause, gönnen wir uns noch ein Semmel und dann geht es weiter, nochmal Training eine halbe Stunde. Ossi, Olli hat schon gesagt, früh aufstehen in der Halle, das ist oft so der Fall. Kurzen Ausblick aufs Turnier mit dem Garcia Lopez. Gegen wen geht's? Ja, das ist eine gute Frage. Wir spielen gegen Barrientos. Olli, gegen du weißt, gegen wen du spielst, oder? Ja, gegen Jules, also Noll und Begemann. Ja. Also du hast den Derby quasi, oder? Ich habe einen Derby-Klassiker. Ich glaube, wir haben heuer, das ist das dritte oder vierte Mal, wo wir erste Runde gegeneinander spielen. Du warst mittlerweile auch schon gegen wen spielst? Ja, der Kameramann hat es mir verraten, Barrientos und Estrella. Die kennst du noch nicht so gut, oder? Doch, den Estrella kenne ich vom Einzelnen, von früher und den Barrientos kenne ich leider nicht. Na passt, Burschen, ich störe euch nicht länger, viel Spaß beim Training gleich. Wie bist du zu dem Partner gekommen eigentlich? Mit dem Scott Lips gespielt, gell? Genau, ich habe Stockholm mit dem Lou ausgemacht, aber der hat mir gesagt, der war krank die letzten anderthalb Wochen fast. Und dann haben wir halt zufällig der Scott hat mit dem Ram gespielt in Stockholm und der hat sich am Rücken verletzt. Und dann haben wir gesagt, okay, ich würde dann lieber Wien spielen, wenn es gehen würde, weil ich am Anfang für Wien gesucht habe, habe keinen gehabt. Und deswegen habe ich mit dem Lou einen dann gehabt. So hat es jetzt ganz gut ergeben. Jetzt bist du froh, dass du in Wien bist. Das ist ein schönes Turnier, oder? Ja, sicherlich. Mir gefällt es da immer sehr gut. Ein österreichisches Turnier waren wir leider nicht so viel in Österreich und kommt immer wieder gern her. Ja. Auch wenn ich jetzt in Panama lebe, aber ja, ich glaube, das Turnier habe ich einmal gewonnen und habe ganz gute Erinnerungen hier und hoffe, dass ich wieder heuer gut spiele. Du lebst in Österreich aus, oder? Ich lebe in Österreich, ja. Nein, bin da. Du schaust aber nicht aus wie Österreich. Ja, das habe ich mitgekriegt beim Davis Cup. Was macht dann geht, was sagt der Kameramann zu seinem Los? Sehr interessante Aufgabe. Drehen wir es mal um. Hat mich riesig gefreut, muss man dazu sagen, mit dem Kohli, meinem Lieblingspartner, gegen Dominik Thiem, Sascha Zverev. Habe gegen beide noch nie gespielt, finde es eine unglaublich reizvolle Aufgabe. Montagabend, für alle, die vorbeikommen wollen, an Dominik anfeuern. Der Kohli und ich, wir halten es aus, können ruhig ein bisschen Stimmung machen und dann schauen wir, dass da was abgeht in der Stadthalle. Wie schätzt du da die Chancen ein bei dem Doppel? Auf wen wirst du da tippen, Ossi? Auf die deutschsprachige. Geh neutral. 50-50. Burschen, jetzt müssen wir trainieren, alles Gute, gell? Ja, viel Glück.